Was macht eigentlich ein Energieauditor? Nun, ein Energieauditor führt Energieaudits nach DIN 16247 Teil 1 bzw. ISO 50002 durch. Diese Energieaudits sind eine Ermittlung der Energieflüsse und der Energieeinsparpotenziale in Unternehmen, sind also nicht zu verwechseln mit den Audits eines Energiemanagementsystems. Die Auditoren von Energiemanagementsystemen heißen Energiemanagementsystem-Auditoren. Ein Energieauditor führt also dementsprechend die Tätigkeiten durch, die in der DIN 16247-1 bzw. der ISO 50002 beschrieben sind. Dazu gehören erstens die Information des Unternehmens über die Dinge, die beim Energieaudit durchzuführen sind und die Planung der notwendigen Aktivitäten. Zweitens die Organisation der Sammlung bereits im Unternehmen vorhandener Daten. Drittens die Analyse dieser Daten und gegebenenfalls das Sammeln zusätzlicher Daten im Unternehmen. Viertens die Ermittlung von Verbesserungspotenzialen und die Berechnung der Wirtschaftlichkeit dieser Verbesserungsmöglichkeiten. Und fünftens die Erstellung eines Berichts über das Energieaudit. Das Energieaudit ist für die Unternehmen, bei denen es durchgeführt wird, eine wichtige Aktivität, bei der Verbesserungen zur Möglichkeit der Energieeffizienz identifiziert werden sollen und deren Wirtschaftlichkeit ermittelt werden sollen. Insofern hat der Energieauditor eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit und braucht entsprechend auch eine gute Ausbildung. Die Ausbildung zielt auch auf die notwendige Fach- und Methodenkompetenz ab. Ein Energieauditor muss kompetent zum Thema Energieeffizienz, Energiemessung, Energieanalyse sein. Eine gute Ausbildung ist wichtig, um qualitativ gute Energieaudits durchführen zu können. Ein Angebot hierzu finden Sie auch auf unserer Webseite.